Christian, da gibt es wieder einen Live-Bericht. Die Technik ist noch immer nicht ganz unter Kontrolle, aber so funktioniert wenigstens halbwegs. Wir sind derzeit noch immer unterwegs. Der Wind lässt uns ziemlich im Stich. Also wir haben jetzt seit Stunden eigentlich nahezu keinen Wind. Wir haben zwar, sag ich mal, mit wenig Wind eigentlich gerechnet, was auch der Grund war, dass wir soweit jetzt eigentlich die Chance genutzt haben, um den Norden zu fahren, aber es ist wirklich definitiv fast kein Wind. Das heißt, vor einer Stunde so ist es jetzt begonnen, so irgendwie schaut sich im Moment ein bisschen noch zwei Windstärken aus, aber wir schauen dann eh hinaus. Ja, wo befinden wir uns derzeit? Wir sind mitten in der Zentral-Ägäis und approachen sozusagen die Insel Aios Estratios, wo ich da jetzt beschlossen habe, dass wir da über Nacht bleiben werden, weil es wird jetzt noch sicher noch weitere mindestens 12 Stunden, wenn nicht sogar mehr, keinen Wind geben. Also erst ab morgen zu Mittag oder so. Und dementsprechend befahren wir da jetzt weiter Motoren, weil wir Motoren schon ziemlich lang, werden wir eigentlich einfach über Nacht ankern. Ja, Aios Estratios ist diese kleine Insel, die ich hier aufgeschlagen habe. Schaut in etwa so aus. Und da gibt es sozusagen auf der Ostseite einen relativ offenen Ankerplatz. Das ist bei den Wetterbedingungen ja kein Problem. Ja, dann schauen wir uns an, wie es draußen ausschaut. Es ist weit und breit nichts zu sehen. Ja, ein kleiner Rundblick auf den Horizont. Also da geht es nach hinten, sieht man eh, da ist Osten, ganz im Dunst irgendwo, kann man natürlich nicht erkennen, aber irgendwo in diese Richtung geht es Richtung Insel Lesbos und dann türkische Küste. Da hinter mir ist Süden und schauen wir in die andere Richtung hinüber, man kann schon sehen, das Meer ist extrem ruhig. Ebenfalls auf dieser Seite kann man nicht sehen, da geht es Richtung griechisches Festland und nach vorne. Ich gehe mal einen Schritt nach vorn. Ja, da nach vorne kann man sehen, das ist die Insel Aios Estratios. Das ist unser Tagesziel. Eine ziemlich verlassene Insel, also natürlich ist sie bewohnt, aber tourismusmäßig verlassen, so meine ich das jetzt. Und da werden wir sicher einen kleinen Ankerplatz auf der Ostseite suchen. Ja, dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder einen Live-Bericht gibt. Vielen Dank.